Ja, vielen Dank. Und hallo erstmal. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel hinzufügen. Bin natürlich sehr froh über den Sieg. Jeder hat erwartet, dass wir da standesgemäß gewinnen werden, aber das ist nicht so einfach. Ich habe es heute auch wieder betont. Man hat die Situation gesehen, dass beide Mannschaften Tore machen können, aber auch Gegentore erhalten können. So ist es auch gekommen. Glücklicherweise haben wir 4 gemacht und nur 1 bekommen. Aber ich finde auch, so wie der Kollege das angemerkt hat, Rienen hatte schon 2-3 Möglichkeiten. Über die, muss ich ehrlich sagen, bin ich sauer. Ja, habe ich auch nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel, meinen Jungs so kundgetan. Das soll wirklich nicht despektierlich klingen, weil ich glaube, Rienen hat wirklich eine fantastische Partie auch dann gespielt. Aber das kann auch 7-0 ausgehen bei den Chancen, die wir haben. Es kann aber auch 4-4 ausgehen. Und das muss man ganz offen sagen. Ja, wir hatten viele Chancen, wo wir die Tore nicht genutzt haben. Und Rienen hatte auch viele Chancen. Und ich bin einfach mit der Art und Weise, wie wir die Chancen zugelassen haben, nicht zufrieden. Ich darf meinen Jungs aber trotzdem gratulieren, weil nochmal, wenn man immer denkt, das geht so einfach, es ist halt im Fußball nicht so. Jeder, der mal selbst gespielt hat, der weiß, dass es so ein Sieg schon ein hartes Stück Arbeit ist. Und dass Rienen eine Mannschaft ist, die immer gut eingestellt war. Auch in den Partien, wo ich sie vorher beobachten konnte, das hat man deutlich gesehen und die Handschrift da erkannt. Und das spricht dann von, das Tor von Kempis de Gela spricht dann auch für sich, muss ich sagen. Ich wünsche euch wirklich alles Gute und drücke euch die Daumen. Ihr habt ja genauso viele Spiele noch, beziehungsweise noch eins mehr als wir. Dass ihr die gute wieder rumbekommt, dass ihr deine Spieler gesund durch die Saison bekommst. Und für uns geht es jetzt einfach wieder zu sammeln und Kräfte zu bündeln, weil es steht schon wieder Erntebrück an. Und euch allen wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank für den Kommentar. Gibt es Fragen an die Trainer? Wie wichtig war das frühe erste Tor in so einem Spiel? War es wichtig? Für das Gefühl, also wenn ich mich jetzt... Ist natürlich klar, ein Tor ist immer gut, aber wenn man früh in Führung geht in so einem Spiel... Ein Tor ist immer gut, so habe ich es auch gesehen. War auch toll gemacht, glaube ich, toll gespielt. Aber ja. Ich habe irgendwas bemerkt dann bei meiner Mannschaft nach diesem Tor. Und das habe ich in der Halbzeit in aller Ruhe und aller Sachlichkeit angesprochen. Weil ich das Gefühl hatte, dass wir nach dem Tor anders Fußball gespielt haben als vor dem Tor. Und ich habe die Jungs darum gebeten, in der Halbzeit, dass wir jetzt mit dem Gefühl eines 0-0s rausgehen und dann 1-0 erzielen müssen, weil dann habe ich gemerkt, jetzt können wir wieder in Ruhe Fußball spielen. Und glücklicherweise konnten sie das auch genauso umsetzen. Wir waren dann viel ruhiger, auch am Ball. Wir hatten viel mehr Optionen, wo wir den Ball wieder selbst gefordert haben. Paddy Flügge, der auch dann wieder Ruhe und Sicherheit in unserem Passspiel reinbekommen hat, hat das dann, denke ich, sehr gut gemacht. Und deswegen, ob es wichtig war, das frühe Tor zu machen, ganz ehrlich, ich hätte auch gerne vielleicht 1-0 gewonnen, weil das sind dieselben 3 Punkte wie ein 4-1. Und von daher, wann du die Tore machst, ist mir meistens egal. Der Lerneffekt aus diesem 1-0 und das, was danach passiert ist, das müssen wir einfach nochmal besprechen. Die Frage, welchen Einfluss das Tor gehabt hat, wäre besser gewesen. Aber Sie sind ja nicht Journalist, ja, ich habe ja, genau. Ja, ich übe.